Am Kader von der Remise en État von der Villa Collard ist ja auch durchgegangen, für den Park zu revalorisieren. Das ist durchgegangen, die Enghalschen, modernen Halschen zu verbannen. Und da kommt natürlich die flotte Idee ab, das mit einer schönen Passerelle zu verbannen. Wir haben angefangen, dass um 6 Uhr die ersten Kranen abgerichtet wurden. Und um 8 Uhr kommt ein Schwertransport mit der Brücke an. Die ist dann noch pünktlich direkt von den Kranen, ob hier vier gefährliche Fondationen gesät gehen. Und ich war die Misanövre von der Brücke nicht am Anfang ganz einfach, weil der Kamion konnte nicht auf den Terrain rauffahren. Den ist auf der Straße bleiben, stehen geblieben. Und dann ist mit dem Kran über die Beine rausgeholt gehen, wie auf den richtigen Platz angesetzt zu gehen. Und durch den Stahlbau hat noch nicht ganz viel Toleranz gehabt. Aber das hat alles wunderbar geklappt und ich meine, wir können vom Resultat hier zufrieden sein. Bei der Brücke handelt es sich um eine Stollestruktur. Sie hat eine Länge von 27 Meter und die größte Porte liegt bei rund 60 Meter. Sie ist ein rund 12 Tonnen schwer und ist mit Bötters Fundamenten und Fels gegründet. Wir haben einfach auch einen festen Untergrund zu haben, alle Wöhne von der Eich. Bötters Pille sind auch so viel gesehen, dass sie kein Trainer durchgehen können.
Dauswahl von der Brick, die haben ein Stängefurter Büro gehen, das heißt, die haben ganz Planung gemacht, Statik dafür gerechnet, bis sind die Überwachung hier im Chantier. Brick ist also ein wichtiges Element für die zwei Teile vom Park Manin zu verbannen, sodass auch die Leute von der anderen Seite, die zum Beispiel am Hiss sind, davon können profitieren vom ganzen Park, von der einen Seite auf die andere Seite zu kommen. Das ist so, dass er heute eine große Schritt war, den zweiten, die könnt direkt dran drin, und das ist die Naturation, die wir nur partiell machen, von der Brücke aus bis ungefähr auf Tisch von der Villa Kollach. Wenn dieser Schritt aufgeschlossen ist, dann wird man den nächsten Woche am Mainz auch den ganzen Park finalisieren, sodass wir dann hier noch ein schönes Ensemble haben, am Zentrum von Stengefurt.